Was ist denn hier eigentlich los? Worum geht's denn eigentlich? Ich will verdammt sein, wenn ich das weiß. Ich hatte gepokert bis heute Morgen um 3 und war gerade eingeschlafen, als Bernard mich anrief und mir mitteilte, ich hätte unbedingt um 9 Uhr in Südlondon zu sein. Hat er dir denn auch gesagt, warum? Na, er sagte, es gebe da irgendwas, das mit dem Fall Harry Gordon zu tun hat. Genau das, was er mir auch gesagt hat. Aber es ergibt keinen rechten Sinn. Ich habe einen Blick auf die Delinquentenliste geworfen. Es ist überhaupt nichts drauf zu finden, nur das, was sonst auch immer vorliegt. Na, 2 Verkehrsvergehen, ein Vaterschaftsverfahren und eine Verhaftung wegen Einbruchs. Also ich kann mich nicht denken, was das mit Gordon zu tun haben soll. Du etwa? Vielleicht hat er ein uneheliches Kind gekriegt auf der Flucht. Er war doch nur 11 Tage draußen. Ach, was weiß ich, vielleicht überschreitende Geschwindigkeitsbegrenzung oder sowas. Ah, habt ihr gesehen, wer da gerade reingekommen ist? Also, du hast vielleicht Humor sehen. Ich kann überhaupt nicht sehen, außer ihr Barrows Stirnacken. Rückt doch mal ein Stück. Dort drüben, meine ich. Ist das nicht Chefinspektor Lacey? Der Mann, der mit dem Fall Gordon betraut war? Ah, der da mit der Melone. Du, ich glaube, du hast recht. Und der Mann, der bei ihm ist, der ist von der Staatsanwaltschaft. An seinen Namen kann ich mich zwar nicht erinnern, aber den habe ich schon oft im Schwurgericht von Old Bailey gesehen. Sag mal, wer ist denn eigentlich der Dicke da in der vorderen Reihe bei der Tür? Ich bin sicher, auch den habe ich schon irgendwo mal gesehen. Ja, das ist Beading. Beading? Mensch, wie kommt der denn hierher? Er war doch Harry Gordons Anwalt. Und der von Janine Mann.